Hallo liebe Hüterinnen und Hüter und herzlich willkommen hier bei der Destiny Infobase. Mein Name ist Christopher und heute gibt es ein kleines Short News Video in Ergänzung zum letzten Video, denn dort sprach ich über den Hotfix 2.6.1.1 und da waren die Patch Notes aber noch nicht draußen und die Patch Notes haben oder äußern sich jetzt zu einer ganz wichtigen Sache, nämlich zu Izanagis Bürde. Deswegen habe ich mein Wochenende erstmal kurz abgebrochen, bin von meinen Eltern hierher zurück in meine Wohnung, um das Ganze jetzt hier schnell auch für euch aufzunehmen und euch zu berichten. Ja, es geht um die Änderungen zum Hotfix 2.6.1.1. Wer die anderen Änderungen nochmal im Blick haben möchte, der klickt jetzt oben auf das i. Dort findet ihr das letzte Video eben zu genannten Hotfix. Ich möchte mich hier auf einen speziellen Teil der Patch Notes beziehen oder auf diese eingehen, die eben jetzt auch veröffentlicht wurden, nachdem der Hotfix online ging. Denn, und das wird viele Spieler freuen, Izanagis Bürde ist jetzt wieder erspielbar. Denn es gab ja ein Problem bei der ganzen Quest. Dadurch konnten viele, viele Spieler die Waffe lange Zeit nicht bekommen und jetzt hat sich das eben geändert. Jetzt habt ihr die Möglichkeit dazu, die Waffe zu bekommen. Ich sag euch mal eben, welche Fehler behoben wurden im Hotfix. Das ist zum einen ein Bug, durch den die Schmiedeschlüssel beim Questschritt rätselhafte Kiste nicht gezählt wurden. Hier sollen sich jetzt die betroffenen Spieler einfach nochmal neu einloggen und die Quest sollte markiert sein. Des Weiteren wurde ein Bug behoben, bei dem der Obsidian-Kristall keinen Fortschritt in der Quest gebracht hat. Auch hier wieder, betroffene Spieler müssen hier einen seltenen schwarze Waffenkammerbeutezug annehmen, ihn abschließen und dann könnt ihr den einlösen und mit ein bisschen Glück erhaltet ihr dann den Kristall. Einen Guide, wie ihr Izanagis Bürde generell bekommt, den findet ihr jetzt oben von meinem Kollegen Anima. Der hat früher schon einen Guide gemacht, mittlerweile hat sich das alles zumindest so ein bisschen geändert, also wie man die Schmieden ansteuert und so weiter und so fort. Deswegen wird es hier auf dem Kanal, ihr könnt es euch denken, auch von mir nochmal einen neuen Guide geben, gerade für New Light Spieler, für Neueinsteiger oder für all diejenigen, die sich die Waffe jetzt auch holen möchten. Die ist vor allen Dingen im PvE sehr nützlich, bei Dungeon-Aktivitäten, bei Raids kann das eine ganz, ganz gute Sniper sein, ein ganz gutes Scharfschützengewehr und deswegen werde ich hier auch einfach nochmal einen kleinen Guide machen, wie es jetzt mit der neuen Version, sag ich mal, der Schmieden ist, denn wie gesagt, die steuert man anders an mittlerweile seit Shadowkeep und daher, ja, wird es hier nochmal extra was geben, solange, wie gesagt, oben in der Infocard findet ihr sozusagen den alten Guide von meinem Kollegen Anima. Ansonsten nochmal der Hinweis, die Freunde von Loot Lions, die machen noch eine Verlosung, denn am 15.11. ist es soweit, die erste Folge, die erste animierte Folge von Behind the Light startet und dementsprechend zur Feier gibt es schöne, schöne Sachen zu gewinnen. Was es zu gewinnen gibt, da müsst ihr es unten reinklicken. Das verrate ich hier nicht. Auf jeden Fall lohnt es sich. Außerdem, bis morgen habt ihr noch die Zeit, an der Spendenaktion von Bungie teilzunehmen, wo auch wir uns beteiligen. Klickt unten auf den Link, spendet. Das Geld geht zu 100% zur Bungie Foundation an kranke Kinder in Nordamerika. Das möchte ich an dieser Stelle hier auch nochmal anmerken. Und die letzte Anmerkung, Freunde, die Destiny Infobase sucht aktiv nach neuen Redakteuren, denn nachdem ich Trotte hier natürlich eher im Videobereich angesetzt bin, also ich bin nicht der einzige Grund, also wir suchen generell nach Redakteuren immer wieder. Wenn ihr Destiny-Spieler seid, wenn ihr Bock auf das Game habt, Bock drüber zu schreiben und auch ein bisschen versiert, was Worte angeht, Sprachgebrauch ist da natürlich auch nicht ganz unwichtig, ja dann schreibt doch einfach eine E-Mail an uns, wie ihr genau das Ganze tun müsst. Das ist auch wieder sehr gutes Deutsch. Warum bin ich eigentlich hier? Gute Frage. Also, was ihr genau dafür tun müsst, auch wieder hier. Einfach unten in die Beschreibung schauen. Dort findet ihr alle wichtigen Links. Freunde, ich habe euch lang genug aufgehalten. Ich würde sagen, wenn es euch gefallen hat, gebt einen Daumen nach oben, abonniert und aktiviert die Glocke, um in Zukunft nicht zu verpassen. Ich wünsche euch jetzt ein schönes Wochenende und bis dahin vom ganzen Team der Destiny Infobase natürlich wie immer einen guten Loot im Licht des Reisenden.